Mein Name ist Martin Hahn, ich bin 23 Jahre alt. Bekannt geworden bin ich durch meine enorme körperliche Veränderung. Als Jugendlicher war ich stark übergewichtig, wollte unbedingt was daran ändern, hatte jetzt nicht so viele Freunde. Für die Mädelswelt war ich Luft, wurde nie eingeladen auf Geburtstage oder sonstiges und habe damals halt enorm viel Wert auf die Meinung von anderen gelegt, was ein großer Fehler war. Durch den Zwang, was zu verändern, bin ich dann in eine Essstörung geraten, habe enorm wenig Kalorien zu mir genommen, enorm wenig gegessen und bin dann fast in eine Magersucht gerutscht, so krass, dass ich auf 1,85 Meter 58 Kilo hatte. Und mein großer Bruder, Andi, der hat damals schon trainiert, das war so die Zeit 2010 bis 2012, der war genau das Gegenteil, der war sportlich, war durchtrainiert, hatte schon einen guten Körper damals gehabt. Er hat mich dann unter seine Fittichen genommen und bis heute bin ich ihm auch dafür dankbar. Ohne ihn wäre ich auf jeden Fall niemals so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Aus mir wäre nie das geworden. Mein ganzes Leben ist nur auf den Sport fokussiert. Ich schlafe danach, ich esse danach, alle 2 Stunden. Und ich habe eigentlich gar keine Zeit für was anderes. Durch die kommenden Erfolge im Studio habe ich dann meine Leidenschaft darin gefunden. Immer mehr Leute in der Klasse haben auf einmal gefragt, hey Martin, gehst du ins Fitnessstudio, du hast voll zugelegt, du bist voll Tier geworden. Und auch die Mädels, boah krass, du hast dich ja voll verändert und so. Und gerade das hat mich dann dazu bewegt, immer weiterzumachen und hat mir immer mehr Motivation gegeben, besser zu werden. Auf der FIBO 2013 habe ich gesehen, dass der Fitnessbereich mit Social Media enorm anfängt, gehypt zu werden. Ich habe einfach davon geträumt, auch mal da zu stehen, Fotos zu machen, mit Followern Autogramme zu geben. Wovon ich nie gedacht hätte, dass es wirklich mal so wird. Und ja, was ich euch einfach mitgeben will, haltet eure Träume fest. Wenn ihr was träumt, könnt ihr es auch schaffen, wenn ihr 100% daran glaubt. Wenn ihr wirklich 100% im Kopf von einer Sache überzeugt seid, dann schafft ihr die Sache, ganz egal was es ist. Viele machen den Fehler und geben viel zu viel Wert auf die Meinung, was andere sagen. Das habe ich früher auch gemacht. Jetzt, 5 Jahre später, bin ich Idol für viele Jugendliche. Ich habe ungefähr 16.000 Follower auf Instagram. Und sehr gut, sehr gut. Wenn euch aber egal ist, was andere denken, was die Gesellschaft denkt, ist ganz egal, was ihr tut. Macht, worauf ihr Lust habt. Ihr habt nur ein Leben. Ja. Und wenn es euch egal ist, dann seid ihr frei. Glaubt mir, dann habt ihr das beste Leben. Wenn ihr nicht denken müsst, oh, bin ich jetzt eine Schlampe, wenn ich das und das mache? Bin ich jetzt ein Proll, wenn ich rumpose oder was weiß ich? Nur weil es die Gesellschaft denkt, weil die Gesellschaft so einen abstempelt. Ist ja einfach drauf scheißen. Weil wenn ich morgen an einem Autounfall sterbe, was hat es mir dann gebracht, mir darüber den Kopf zu zerbrechen? Fangt mal an, die Dinge so zu sehen. Ihr habt nur ein Leben. Macht das Beste draus. Fangt an zu leben. Für mich bist du ein Vorbild. Haltet an euren Träumen fest. Bis dahin, in dem Sinne, keep pumping. Das war meine Story. Danke an jeden, der mich die ganze Zeit verfolgt hat.